Liebe Zoofreunde, mein Name ist Fabia Weiss und ich bin hier im Zolli Zootierärztin und bin gleichzeitig für die Ernährung zuständig. Heute beschäftigen wir uns mit der Ernährung der Orang-Utans. In der Natur frisst ein Orang-Utan hauptsächlich Früchte. Sie streifen dort durch die Wälder und holen sich die reifen Früchte von den Bäumen. Zusätzlich fressen sie auch viele Blätter und hin und wieder, wenn sie z.B. ein Vogelnest finden, auch Vogeleier. Hier im Zolli ist das alles etwas anders. Das Futter, das wir im Zolli unseren Zollitieren verfüttern, kommt vom Grosshändler. Und zwar aus der Region und wird mitten in der Nacht bei uns im Zoo angeliefert. Sie werden nachher von unserem Futtermeister verteilt und auf die verschiedenen Kühlräume aufgeteilt. Dort wird nachher das ganze Futter parat gemacht. Und zwar so in blauen Kisten oder auch in grünen Kisten. Und er stellt quasi das ganze Futter zusammenstellen, was die Orang-Utans am nächsten Tag zum Fressen bekommen. Jetzt ist das ein bisschen schwierig mit den Früchten, die sie in der Natur fressen. Früchte in der Natur sind vor allem Wildfrüchte. Und jeder, der von uns schon mal in einen wilden Apfel gebissen hat, weiss genau, dass der nicht wahnsinnig zuckerhaltig ist und dass der ziemlich bitter ist. Das heisst, unsere Früchte widerspiegeln eigentlich die Wildfrüchte relativ schlecht. Und aus diesem Grund steht im Zolli auf dem Speisezettel von den Orang-Utans vor allem Gemüse. Das ist zum Beispiel so Blattgemüse wie Catalonia. Das ist aber zum Teil auch Tomaten oder auch mal eine Peperoni. Natürlich gibt es auch gewisse Leckerbissen. Die Orang-Utans dürfen auch mal Früchte essen. Für morgen sind jetzt da zum Beispiel Pflaumen bereit oder es hat auch noch Trauben dabei. Und wie ich vorher gesagt habe, es gibt gewisse Tage, wo die Orang-Utans in der Wildnis auf etwas Eiweißhaltiges treffen, eben zum Beispiel ein Vogelnest. Und aus diesem Grund gibt es bei uns etwa zweimal wöchentlich, zum Beispiel hartgekochte Eier oder auch Joghurt. Und weil die Orang-Utans in der Wildnis ihre Mineralien- und Vitaminhaushalte ausgleichen, indem sie zwischen noch Erde fressen, oder auch gewisse Früchte, die sie mit Erde quasi beschmutzt sind, gibt es bei uns im Zolli Pellets. Und in diesen Pellets hat es eigentlich alles drin, was in der Natur eben durch die Erde, also Mineralien, Vitamine, wird aufgenommen werden. Unsere Orang-Utans bekommen verschiedene Fütterungen über den ganzen Tag verteilt. Es gibt sogenannte Handfütterungen, wo der Tierpfleger jedes Tier zu sich herholt und im Futter direkt in die Hand gibt. Diese Fütterungen werden vor allem am Morgen und am Abend gemacht, sodass der Tierpfleger jedes Tier kontrollieren kann, ob der Gesundheitszustand normal ist. Durch den ganzen Tag verteilt gibt es nachher verschiedene Streufütterungen, wo Futter ganz klein geschnitten verstreut wird. Und so soll simulieren, dass das Tier den ganzen Tag mit der Nahrungssuche beschäftigt sind. Es gibt nachher noch speziell gutes Futter, das in den Boxen angeboten wird, wo die Affen wirklich dafür arbeiten müssen. Man kann die gut beobachten, wie sie mit den Stäckchen versuchen, dort das Futter rauszuholen und wirklich relativ lang beschäftigt sind mit dem. Ich hoffe, dass wir euch mit diesem Video einen spannenden Einblick hinter die Kulissen bei unseren Orang-Utans geben können.